Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid und noch nicht abonniert habt, ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop, damit ihr halt nie wieder auch nur einen neuen Skin verpasst. Also wenn ihr wirklich immer jeden Morgen wissen wollt, was so Neues im Fortnite-Shop drin ist, dann könnt ihr einfach jetzt schnell hier diesen Kanal kostenlos abonnieren. Einfach mal jetzt schnell runterscrollen und ein Abo da lassen. Und außerdem noch hier der Gewinner von gestern. Ich habe ja gestern wieder 2000 V-Bucks an meine Abonnenten verschenkt und den Gewinner seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Außerdem nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der gestern meinen Creator-Code Snoxy nochmal neu im Fortnite-Shop eingetragen hat. Nur durch euch kann ich hier so viele V-Bucks an euch verschenken. Deswegen vielen Dank. Und ja, dann kommen wir direkt auch mal zum heutigen Fortnite-Shop. Ich denke mal, es könnte heute entweder der Black Widow-Skin bleiben oder es kommt ein neuer Superhelden-Skin. Schauen wir mal. Und oh, ja, wie erwartet, habe ich mir schon gedacht, dass der Black Widow-Skin heute noch bleibt. Ist ja meistens so, wenn sich der Shop, wie gestern halt im Laufe des Tages geupdatet hat, dass ja, die linke Seite dann bleibt. Ist jetzt auf der gesamten linken Seite. Rechte Seite sieht jetzt auch nicht so geil aus. Heute leider ein ziemlich schlechter Shop, wie ich finde. Ich habe sogar drei der Sachen nicht gekauft. Das will schon was heißen. Dann mag ich die Sachen ja generell nicht so. Oh, schade. Naja, okay. Wir werden sicherlich die nächsten Tage weiterhin coole Sachen bekommen. Heute schaut es jetzt eher nicht so gut aus. Ihr könnt gerne mal rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so findet. Ich zeige euch trotzdem jetzt mal ganz kurz alles. Hier Black Widow Outfit. Gestern neu dazugekommen mit diesem Backpack hier. Zack, auf dem Rücken. Und halt diesen zwei verschiedenen Styles. Dann gibt es noch die Hacke dazu, wo ich sagen muss, dass ich es besser gefunden hätte, wenn diese Schleife da nicht drin wäre. Ich finde diese kleinen Accessoires manchmal ein bisschen unnötig. Ja, Sound ist auf jeden Fall Premium. Dann haben wir noch den neuen Emote für 200 V-Bucks. Ja, natürlich mit dem Skin ziemlich, ziemlich cool. Kommen wir schon zur rechten Seite. Erstmal aufgeweckt. Wow, der ist ziemlich hektisch. Dann noch den Stumpfi, die Stumpfi-Hacke hier für 800 V-Bucks. Die schaut so ein bisschen aus wie Groot, ne? Wenn man ehrlich ist. Vielleicht haben sie die deswegen reingepackt. So hier Groot im Shop heute. Dann der Modern-Gleiter, finde ich gar nicht geil, würde ich mir nicht holen. Schaut halt wirklich ziemlich billig aus, da gibt es so viele bessere Gleiter. Dann der Wolkenbrecher-Skin, leider auch ohne Backpack, deswegen habe ich mir den noch nicht geholt. So geil finde ich den Skin jetzt nicht. Dann noch der Ranger, den finde ich eigentlich ganz fresh, sieht auch nicht aus wie so ein Default-Ben, deswegen ist der auf jeden Fall nice. Und dann noch Schattenboxer für 200 V-Bucks. Ja, schön preiswert, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Lohnt sich auf jeden Fall, auch hier die Glocke zu aktivieren zum Beispiel. Damit kommt ihr nämlich morgens immer eine Benachrichtigung, was halt so Neues im Shop drin ist. Also auch wenn ihr schon abonniert habt, scrollt jetzt gerne mal schnell runter und aktiviert die kleine Glocke da. Lohnt sich, wie gesagt, auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da. Mal schauen, vielleicht knacken wir heute wieder die 3000 Likes. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, habt noch einen spannenden Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.